Recht herzlich willkommen zur 207. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind am Retten von dem, wie hieß der noch? Keine Ahnung, Freck oder so ähnlich. Rescue Kerbal Orbit, das ist das Richtige, aber wo ist der, den wir retten müssen? Keine Ahnung. Claret's Wreck, das ist es. Und Rescue Kerbin, das ist dann der, den wir dafür brauchen, um den mitzunehmen, ne? So, dann steigen wir da mal ein und schauen wir mal, dass wir da jetzt in die Nähe kommen. Claret's Wreck ist das Ziel. Nur die Frage, wo das ist. Also wir sind jetzt da und er ist da, ne? Ziel ist das ja. Markieren wir das Ziel. Entfernung nimmt ab. Weil wir außen sind und er ist innen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Fliegen wir mal ein bisschen schneller gerade. 420. 410. 300.000. Okay. Ist jetzt die Frage. Ja doch, das sieht sogar sehr gut aus, dass wir das in der nächsten Runde schaffen, ne? Jetzt wird das ja, glaube ich, erst mehr, ne, oder? 330. 298, 280, ne, ich glaube, das geht sich noch nicht aus, aber es wird auf jeden Fall besser. Oder? Oh, das wird doch sehr nah. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Legen wir mal, oh, der ist schon vorbei, okay. Obwohl, gucken wir mal. Nee, so schlecht ist das gar nicht, ne? Das wird was. 18.000 Meter, 17.000. Okay. Da ist ja jetzt der nächste Punkt dann, ne? Und er ist da, ne? Das ist unser Ziel. Wir sind das. Das ist seine Flugbahn. Das ist unsere Flugbahn, ne? Und wir müssen jetzt unsere Flugbahn auf seine ziehen, oder wie war das? Und das müssen wir eigentlich so machen, wenn ich mich richtig entsinne. Oder? Nee. Wir fliegen ja, sind falsch rum. 180 Grad gedreht, das Ganze. Da ist es. Oh, das war zu viel. Okay. So ist besser, ne? So, jetzt nochmal. Okay, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen höher mit der ganzen Geschichte, dann geht das auch besser, ne? Oder? Kann das sein? So, ein bisschen weiter links. Und dann kommen wir schon auf die Flugbahn von dem, oder? So, 2,7, 2,6, aber ich glaube, wir müssen mal umdrehen, weil wir dann doch zu schnell am Ziel zufliegen. Das war eine viel zu schnelle Drehung. So. Ich glaube, so ist richtig, ne?
Ich glaube, wir sind schon zu weit weg. Ja, der fliegt gerade an uns vorbei. Super. Wir sind viel zu schnell zum Ziel. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wo er ist. Ja, wir sind schon wieder zu schnell, aber diesmal glaube ich in die andere Richtung. Ah, wir müssten mal ein bisschen korrigieren. Ach, da ist er schon. Ne, das ist auch wieder verkehrt. Da müssen wir auch anders machen. Irgendwie klappt das noch nicht. Da ist er jetzt und wir müssen wohin? Ich weiß es nicht. Ups. Ja. Wir sind zu schnell unterwegs. Wir entfernen uns von ihm. Glaube ich, oder? Er ist schneller. Achso, nee, wir bleiben mal so. Und drehen mal so, ne? Und dann klappt das auch wahrscheinlich. So. So. Aha. Ne, das ist, dann nähern wir uns jetzt zu schnell dem Ziel an. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, irgendwie komme ich jetzt gerade nicht so ganz klar damit, was ich da gerade tue. Glaube, wir müssten eigentlich so. Nee, dann wird es ja schwer. Dann ist es verkehrt. Dann fliegen wir ja wieder weg. Also, doch nochmal umdrehen. Und gucken, dass wir den da in unser Ziel jetzt kriegen. So. Das ist auch verkehrt. Irgendwie. So. Der ist jetzt da. Jetzt ist er die Flugbahn da. Wenn ich das jetzt so mache, kommt er näher. Passt also. Nee, das nicht, so bloß nicht. Nee, so rum. So. Hol den nochmal gerade ein. Und jetzt einmal andersrum. Ah, nee, so rum. So, jetzt dahin, wo die Markierungen sind, weil jetzt ist ja passend. Und dann müssten wir jetzt eigentlich den Abstand gleich runterbremsen können, ne? Ja. So läuft's, oder?
Ist die Frage, ob er so rum. Nee, genau andersrum ist es. Dann kriegen wir den dann noch wieder rein. So. Können wir ein bisschen drehen, ja. So. Können mal hier ein bisschen schneller machen, dann geht das auch. Und machen wir so. Das hat geklappt einigermaßen. Drehen dahin, bewegen uns dahin. Bisschen mehr hier rüber. So, ne? Jetzt müssen wir einmal kurz anbrennen gleich. Meter noch. Das sieht erstmal gut aus, ne? Korrigieren wir wieder. So. Machen wir ein bisschen schneller, denke ich. Und jetzt kriegen wir das schon hin. Jetzt machen wir wieder einfache Geschwindigkeit. Und gehen nochmal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. So sieht's gut aus. Und dann können wir gleich darüber, ne? Oh, doch so groß das Teil. So, jetzt müssten wir kurz schnell noch unser Triebwerk ein bisschen runter machen, weil wir besser dosieren können. 32 Meter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir hier das machen müssen. Ich glaube so, ne? Mal so. Genau. Nur höher. So. Und jetzt müssen wir eigentlich hier switchen können, oder? Eva. Und er muss jetzt seinen Rucksack anmachen. Jetzt müssen wir das andere Objekt finden. Und er muss jetzt dahin. Okay. Ja, vorwärts, ne? Ich sehe jetzt natürlich die Luke gerade nicht. Ist natürlich auf der anderen Seite wahrscheinlich. Da ist die Antenne, genau. Bisschen vor. Lights haben wir an jetzt. Und da ist der Einstieg, ne? Oder?
Das war zu viel. Und so weit. Und stopp. Ich glaube, das ist die falsche Stelle. Das ist doch nicht die Tür. Wo ist denn die Tür? Ach, da. Ich glaube, da sind die. Da sind die Teile. Nee, nicht wegfliegen. Hier bleiben. So. Bisschen näher jetzt. Hochkonzentriert. So, und jetzt müssen wir gleich dran sein. F wie greifen. Und hochgehen müssen wir. Und B wie board. So, da ist der Claretz jetzt drinne. Das haben wir geschafft. Was wir natürlich überhaupt nicht gemacht haben, ist hier, ne, Solarpanels ausfahren. Das hätte uns auch schon wieder, wer weiß, was kosten können hier, aber elektrischer Strom war noch genug da. Wie wir das immer so schaffen, ne? Und wenn wir schon mal da sind, dann machen wir das jetzt auch. Zeig mal gerade hier unsere Übersicht. Aber hier ist alles gut, ne? Ja. Okay. Jetzt kriegen wir auch Licht sozusagen. Alles ist gut. So. Das sieht so aus. Das kann man dann nur machen. Alles klar. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir halt dementsprechend. Aha. Wir sind ganz normaler Geschwindigkeit. Können aber jetzt hier nicht steuern, oder wie sehe ich das? Aha, jetzt ist es passend. Ja, aber wir machen das, bauen das wieder ein. Ne, weil brauchen wir ja dann doch nicht. Haben wir denn jetzt voll? Ja, wir haben sowieso voll. Und dann bedeutet das, dass wir jetzt auf die Retour gehen. Rückläufig. Und da können wir jetzt die auf 44 stellen. Achso, naja, okay, ist egal. Wir haben jetzt auf 10% oder sowas. Aber das kriegen wir jetzt auch gerade hin, ne? Dann haben wir gleich einen guten Einflugswinkel hier bei 44, oder wie war das? Machen wir mal gerade und jetzt sind wir schon drunter, aber ist auch egal. So passt es, dann kommen wir runter. Okay. Soweit, so gut. Haben wir noch irgendwas zu machen? Weiß ich nicht. Geht noch irgendwas? Ich glaube, Experimente oder so funktionieren sowieso nicht. Antenne fahren wir mal aus. Türen öffnen. Frachtraum ansehen. Oh, da gibt es ein klein bisschen was. Dann nehmen wir das doch mit. Wo ist der Gu? Da. Machen wir den auf. Da gibt es aber nichts.
Thermometer und Barometer haben wir doch noch irgendwo hängen. Da ist das Thermometer. Aber da gibt es auch nichts. Und das Barometer ist wo? Die Antenne ist schon da. Ah, da ist das Barometer. Da gibt es aber auch nichts. Ja, da ist ein Dings, der Bumster, ne? Dann passt das schon. Dann fahren wir die Antenne wieder ein, weil die können wir dann behalten. Der hat uns nichts gebracht. Den können wir noch die Türen schließen. Fallschirme haben wir drei und da sind auch noch welche. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann würde ich jetzt sagen, verabschieden wir uns von dem Dingens, ne? Sag schon. Von dem unteren Teil. Und schauen zu, dass wir dann runterkommen. Ja. Das fliegt schneller jetzt weg. Okay. 76, 75, dann kommen wir gleich in die Atmosphäre rein und alles ist gut. Jetzt kommen wir gerade in den Schatten des Planeten. Jetzt haben wir gerade das Weltall verlassen. Alles sieht gut aus soweit, oder? Atmosphäre ist noch nicht da, kommt aber bald. Ja, der geht jetzt schneller weg. Den lassen wir hier oben. Alles läuft, ne? Ausgerichtet sind wir richtig. Sollte alles gut funktionieren eigentlich. Ja, komm, machen wir mal die Stufe auch noch. Oh, was passiert denn jetzt? Habe ich mich erschrocken, ne? So, jetzt fängt die Atmosphäre langsam an. Gehen wir mal auf Stufe 2. Sieht alles gut aus. Platte ist noch nicht rot. Alles ist gut. Ich hoffe, das ist eine Platte, ne? Hitzeschild, ja. Passt. Die kriegt jetzt Temperatur. Sieht gut aus. Würde ich sagen. Krass, ne? Ist einfach immer cool gemacht. Weiß nicht, ob wir da irgendwo ins Wasser schaffen. Das wäre ja noch am coolsten. Aber ich glaube nicht. Haben wir eigentlich immer das Problem, ne, dass wir dann eine harte Landung kriegen. Obwohl, ne, sowieso nicht. Ne, da kommen wir gar nicht hin. Wasser ist nicht. Wir sind gerade nicht so begeistert, ne? Vielleicht ist ja warm da dran, ne? Könnte sein, oder? Nee, ist natürlich nicht warm. Okay. Dann sind wir jetzt langsamer. 19.000. Und die Reise geht steil nach unten. Jetzt. Ja. 11.000.
Hier ist es ein bisschen bergiger, kann das sein? Sieht so aus, ne? Ich glaube, wir machen mal einfache Geschwindigkeit und lassen die Schirme raus. Okay. Da öffnen sie sich. Ist da oben noch einer? Ja. Ja, läuft. Funktioniert. Sieht gut aus, oder? Können wir hier nochmal testen? Daten prüfen. Da wäre auch noch was zu holen, aber ich glaube, wir haben ja was geladen da. Das geht also nicht. Gu. Der hat nichts. Temperatur. Ist auch nichts. Und irgendwo war noch das Barometer da. Hat auch nichts. Gut. Das bedeutet, wir kommen da jetzt einfach runter. Was ist das da für eine Marke? Und da kriegt man extra Punkte, oder wie war das? Da ist auch so ein Ding. Ja gut, dann lass uns mal schneller runter. Ja, geht, ne? Geht. Kurz vor Touchdown. Machen wir nochmal langsamer. Wunderbar, hat geklappt. Können wir hier nochmal eine Bodenprobe nehmen? Weiß ich gar nicht, ne? Er ist doch hier der Wissenschaftler. Lass mal einen Eva machen. Oberflächenprobe geht. Experiment behalten. Eva-Bericht geht nicht. Fallschirm entfalten. Eva-Probe prüfen. Oberflächenprobe nehmen. Abbrechen brauchen wir nicht. Gut. Dann gehen wir wieder hoch und steigen wieder ein. Jetzt interessiert mich gerade, wenn ich jetzt Kleritz oder wie der auch immer heißt, auch nochmal nehme und den runtergehen lasse. Oberflächenprobe nehmen. Kann der auch. Ich weiß aber nicht, ob es das Meer dann gibt. Sticky weg. So. Eva-Bericht bringt nichts. Gut, dann morden wir den wieder. Ah. Okay, dann hat der andere das halt nur, geht halt nicht mehr, ne? Das haben wir gerade dann rausgefunden. Crew-Bericht. Nix. Lichter an. Im Moment ein Raumfahrzeug umbenennen. Von hier steuern, Crew, alles ist gut. Das bedeutet, wir können recovern. Mehr war nicht drinne. Haben wir alles hingekriegt, oder? Ja, da haben wir das Rendezvous geschafft, haben den gerettet und sind auch wieder sicher gelandet. Haben hier ein paar Experimentpunkte geholt, haben recovered und die drei sind zurück. Der Bob hat jetzt 2 Sterne. Ich weiß nicht, ob er das vorher hatte. Glaube nicht, aber ist alles gut. Jo, dann würde ich sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt und wenn ihr dann noch einen Haken da macht, wo euch das gefallen hat, dann wäre das top. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.